Jetzt. Verüben. Das ist die Waffe eines jeden Ritters. Eine elegante Waffe für zivilisierte Ritter. Gegen so ein Spielzeug bestehen, das ist eines. Gegen Menschen ist was anderes. Finde deine Freunde. Das übernehmen wir. Uns wird nichts mehr im Weg stehen. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Botschafter des obersten Kanzlers wünschen, an Bord kommen zu dürfen. Bin ich noch im Bild? Wie schaltet man das aus? Aber gerne. Wie ihr wisst, ist unsere Blockade völlig legal. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Mixe euer Diener! Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Droiden auftauchen. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir sollen die Naboo nicht mögen. Wir müssen sie warnen. Viele euch geben werden einen Bombo. Der schnellste Weg zu den Naboo geht mitten durch Planetenkern. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Hinfort mit ihm! Nein, warte! Das ist schön, schön. Wir müssen die Königin finden. Der Sieg ist unser. Dummer Stuhl. Mitch. Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Hier ist es ein super heftig. Da ist die Blockade. Ihr Schildgenerator wird getroffen. Wir haben wieder Energie, der kleine Druid hat's geschafft. Wir haben Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Hier, Meister, Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Ich brauche Teile für einen Nubian, Typ J327. Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Republikanische Credits sind hier nichts wert. Ich brauche was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Ich baue einen Schrottrenner. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Hey, morgen ist doch Bunta Eve, das große Rennen.
Ihr könntet meinen anmelden. Anakin. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott bei einer Wette gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner ist zwei Sklaven mehr. Dann nur der Junge. Das ist absolut richtig. Und viele Zuschauer von allen Ecken und Enden des Autorennen. Eine Nachmeldung! Der junge Anakin Skywalker! Ein Junge aus der Gegend! Vergiss nie, konzentrier dich auf den Moment. Fühl, nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Bring die Ersatzteile zum Haupthangar. Ich komme später in euren Laden, dann könnt ihr mir den Jungen übergeben. Guck mal, das viele Geld! Jetzt kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie. Pack deine Sachen, wir haben nicht viel Zeit. Yippie! Wird er ein Jedi werden? Ja. Aber was ist mit Mom? Annie, mein Platz ist hier. Es ist an der Zeit, für dich loszulassen. Ich werde wiederkommen und dich befreien, Mom. Das verspreche ich. Oh, Master Anakin. Ich würde es vorziehen, wenn ich ein wenig kompletter wäre. Tut mir leid, dass du nicht fertig geworden bist, 3PO. Mach's gut. Oh, meine Güte. Anakin, runter! Oh, komm mal, Fisch! Sie sollen starten. Wir müssen sofort etwas unternehmen, um die Föderation aufzuhalten. Ruhe im Saal! Ruhe! Ehrenwerte Vertreter der Republik, hiermit stelle ich einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Valorum. Ruhe im Saal! Ruhe! Ich habe beschlossen, nach Naboo zurückzukehren. Bitte, Euer Majestät, bleibt hier in Sicherheit. Ich werde Anakin zu meinem Padawan-Schüler machen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Geht mit der Königin nach Naboo und lüftet das Geheimnis der Sith. Ungewiss die Zukunft des Jungen ist. Wer sagt das jetzt? Ich bin Königin Amidala. Nein, ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Nein, ich bin Königin Amidala. Dobra Quikuni Amidala. Utini. Ich bin Königin Amidala. Ich bin
Amidala. Ich bedauere dieses falsche Spiel, aber ich musste mich schützen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird das auf immer verloren sein. Ich flehe euch an, uns zu helfen. Vielleicht. Wir werden Freunde. Gehen wir zurück zum Palast. Wir müssen ihr Kontrollschiff angreifen und den Vizekönig stellen. Annie, in Deckung! Schnell! Zu euren Schiffen! Dort wird er sicher sein. Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal. Aber das ist mein Schiff! Das übernehmen wir. Wir gehen den langen Weg. Obi-Wan, versprich mir, dass du den Jungen ausbildest. Ja, Meister. Euer kleiner Aufstand ist beendet, Euer Hoheit. Vizekönig, die Zeit eurer Besatzung ist vorbei. Wie ist dein? Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. Schiff nehmen. Jetzt, Zungenkrieger, wir sind bereit für unseren Teil. Wir sind Kämpfer. Wir sind eine Riesenarmee. General Chacha, wir messen zum Schlachtfeld. Schutzschild sofort aktivieren. Angst machen. Was ausdenken. Misse, gib auf! Misse, gib auf! Herz,
schalt endlich den Autopiloten ab. Ganz toll, Herr Zwo. Da, da sind sie. Jetzt wird's eng. Zurückfliegen? Qui-Gon hat gesagt, ich soll in diesem Cockpit bleiben, also tue ich das auch. Bravo, Staffel, gehen wir ran. Das Kontrollschiff der Droiden wurde zerstört. Seht! Die Knickknack kaputt. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung, Kanzler. Gemeinsam werden wir der Republik Frieden und Wohlstand zurückbringen. Was wird jetzt mit mir passieren? Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt, dich auszubilden. Yippie! Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Sith. Immer zu zweit, sie sind ein Meister und ein Schüler. Senatorin, wir beginnen mit dem Landeanflug auf Coruscant. Sehr gut, Lieutenant. Wir haben es geschafft. Nicht zurückkehren sollen. Die Abstimmung ist von großer Wichtigkeit. Kommt. Senatorin Amidala, eure Tragödie auf der Landeplattform. Schrecklich. Ich glaube, dass Count Dooku hinter all dem steckt. Count Dooku war ein Sanjedi. Er könnte nie ein Attentat durchführen. Meister Jedi, dürfte ich vorschlagen, die Senatorin unter den Schutz von euer Gnaden zu stellen? Vielleicht jemand, der euch vertraut ist. Annie? Meine Güte, bist du groß geworden. Du aber auch. Ich meine, du bist noch schöner geworden. Ja. Wer gab dir den Auftrag? Es war ein Kopfgeldjäger namens... Ein vergifteter Pfeil. Wir müssen uns aufteilen. Eskortiere Senatorin Amidala zurück nach Naboo. Dort ist sie sicher. Natürlich, Meister. R4, ich denke, du kannst mir bei etwas helfen. Sag mir, was das ist. Was du hier hast, ist ein Kamino Saber Dart. Kamino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Outer Rim. Diese Kaminoaner bleiben gewöhnlich unter sich. Sie sind Kloner. Kloner? Nein, R4. Ich habe Kamino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Oh.
Laut Dex sollte Kamino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Django, willkommen zurück. Dies ist der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Er ist hier, um unsere Arbeit zu begutachten. Eure Klone sind äußerst beeindruckend. Ihr müsst sehr stolz sein. Wer hat euch für diesen Auftrag angeheuert? Mich rekrutierte ein gewisser Tyrannus. Gefällt euch eure Armee? Ich bin gespannt darauf, sie in Aktion zu erleben. Danke für eure Zeit, Django. Immer schön, einem Jedi zu begegnen. Ich habe den dringenden Verdacht, dass dieser Kopfgeldjäger der Attentäter ist, nach dem wir suchen. Ja. Er darf nicht so einen großen Vorsprung gewinnen. Los! Dad, ich glaube, uns hat einer entdeckt. Halt dich fest, Sohn. Wir fliegen in das Asteroidenfeld. Wir werden sie nett überraschen. Bereit machen. Schnapp ihn, Dad, schnapp ihn! R4, wirf die Ersatzteile ab. Hier gibt es eine ungewöhnlich große Zahl an Föderationsschiffen, R4. Ja, mein Lord. Ich vertraue darauf, dass alles plangemäß verläuft. Aber gewiss doch, mit diesen Droiden haben weder die Republik noch die Jedi eine Chance. Nein. Du hattest wieder einen Albtraum. Jedi haben keine Albträume. Ich sah meine Mutter. Ich muss ihr helfen. Ich werde dich begleiten. Auf diese Weise kannst du mich weiterhin beschützen. Annie? Der kleine Annie? Na, du bist aber in die Röhre geschossen. Und ein Jedi. Kaum zu fassen. Meine Mutter, wo ist sie? Schmee? Ich habe sie verkauft. Vor Jahren schon. An einen Feuchtfarmer namens Lance. Geschäft ist Geschäft. Wo ist Ihre Farm? Oh, ein gutes Stück weg von hier. Geht raus in die... 3PO? Der Hersteller. Oh, Meister Annie. Ich wusste, ihr würdet zurückkehren. Owen Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, ist sie nicht. Schmee ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause, als sie entführt wurde. Eine Horde Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Mom?
je. Warum konnte ich sie nicht retten? Anakin, mein Langstreckentransmitter ist ausgefallen. Leite diese Nachricht weiter nach Coruscant. Ich habe den Kopfgeldjäger Jango Fett verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Kloneinrichtung auf Kamino, dann zu den Druidengießereien auf Ionotis. Count Dooku stellt dort eine Druidenarmee zusammen. Warte. Anakin, bleib, wo du bist. Beschütze die Senatoren, koste es, was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen, wenn du vorhast, mich zu beschützen. Wirst du mich begleiten müssen. Ich bin nicht daran interessiert, mich hier in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Vielleicht kann ich ja eine diplomatische Lösung finden. Halt. Das also nennst du eine diplomatische Lösung? Das nenne ich aggressive Verhandlungen. Diese Förderbänder bringen uns bestimmt in Sicherheit. Keine Bewegung, Jedi. Bringt sie fort. Mixe schlagen vor. Mit Notstandsmaßnahmen bevollmächtigen den obersten Kanzler. Als erste Maßnahme mit diesen Sondervollmachten werde ich eine große Armee der Republik ins Leben rufen, um die zunehmende Bedrohung durch die Separatisten abzuwehren. Ich versuche mit allen verfügbaren Jedi, Obi-Wan auf Geonosis zu helfen. Besuchen, ich werde die Klone auf Kamino. Wir sind hergekommen, um dich zu retten. Gut gemacht. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Meister Windu, wie nett von euch, uns Gesellschaft zu leisten. Die Party ist vorbei. Mutig aber. Vergeblich, mein alter Jedi-Freund. Ihr seid hoffnungslos in Unterzahl. Die haben eine gewaltige Armee aufgestellt. Mein Meister wird die Republik mit diesem Verrat nie davon kommen lassen. Ich werde die Entwürfe mit nach Coruscant nehmen. Da werden sie wesentlich sicherer sein. Wer entkommt? Du Bruns. Weitere Systeme sich ihm anschließen werden.
sehe ich da vorne. Das ist Dooku. Deine persönlichen Gefühle dürfen dir nicht im Weg stehen. Folge diesem Speeder. Wir sind gefangen. Willkommen, junger Jedi. Ich hoffe, dein Padawan weiß sich zu benehmen. Wir greifen ihn gemeinsam an. Du näherst dich langsam von links. Ich greife ihn jetzt an. Nein, Anakin, nein! Mächtig du geworden bist, Dooku. Die dunkle Seite ich in dir spüre. Gut gekämpft, du hast, mein alter Padawan. Das ist erst der Anfang. Anakin! Willkommen zu Hause, Lord Tyrannus. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gute Neuigkeiten, mein Lord. Der Krieg hat begonnen. Exzellent. Alles läuft genau nach Plan. Meister, General Grievous' Schiff befindet sich direkt voraus. Leute, ihr seid die Besten. Ich hätte nie gedacht, dass ihr es bis zum Ruhestand durchhaltet. Aber jetzt ist es... R2, lokalisiere den Kanzler. Das Signal des Kanzlers kommt von der Aussichtsplattform, oben in diesem Turm. R2, bleib hier und leite uns. Kanzler! Geht es euch gut? Count Dooku. Darauf hatte ich mich bereits gefreut. Tu es. Die Abschau. General Grievous. Dieses Mal nicht. Ah.
Schnallt euch bitte an. Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst, das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon. Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. Mehr als du ahnst. Kanzler Palpatine. Da Count Dooku nun tot ist, wird der Krieg sicher zu Ende gehen. Der Senat wird für die Fortsetzung des Krieges stimmen, solange Grievous am Leben ist. Oh, Anakin. Aha! Du hast mir gefehlt, Padme. Etwas Wunderbares ist geschehen. Oh, das ist wunderbar. Was sollen wir jetzt machen? Anakin! Es ist mir gleich, ob sie von unserer Heirat wissen. Anakin! Komm, Anakin. Der Rat der Jedi verlangt unsere Anwesenheit. Du bist Mitglied des Rates. Aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Wie kann man dem Rat angehören und selbst kein Meister sein? Setz dich, junger Skywalker. Der Rat möchte, dass du über alle Aktivitäten des Kanzlers Bericht erstattest. Wir wollen wissen, was er vorhat. Ich verstehe. Wir haben alle Systeme in der Republik überprüft. Aber kein Anzeichen von General Grievous. Im Outer Rim? Grievous sich versteckt. Master Kenobi sollte gehen. Hm? Ich stimme zu. Ei. Was ist mit dem Droidenangriff auf die Wookies? Yoda wird mit einem Bataillon von Klonen die Wookies auf Kashyyyk verstärken. Möge die Macht mit uns allen sein. Gegrüßt, junger Jedi. Ich würde eure Stadt gerne als Basis nutzen, während ich in den umliegenden Systemen nach General Grievous suche. Er ist hier. Auf der 10. Ebene. Tausende von Kampfdroiden. Bitte um Verstärkung. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Armee der Republik uns hier entdeckt hat. Ich entsende euch in das Mustafar-System im Outer Rim. Dort werdet ihr sicher sein. Hallo, wie geht's denn so? General Kenobi! Ihr seid am Zug. Ihr seid am Zug. So unzivilisiert. Commander, kontaktiert eure Truppen. Sie sollen sich auf die höheren Ebenen begeben. Sehr wohl, Sir. Oh. Die Zeit ist gekommen. Anakin, hilf mir! Ihr wolltet nicht sprechen, Kanzler? Ja, es scheint, dass der Rat kein volles Vertrauen in deine Fähigkeiten hat. Es gibt Dinge im Zusammenhang mit der Macht, die sie mir verschweigen. Lass mich dir helfen. Hä? Woher habt ihr das Wissen um die Macht? Mein Mentor brachte mir alles bei, sogar über das Wesen der dunklen Seite. Ihr kennt die dunkle Seite? Du verfügst über große Weisheit, Anakin. Lerne die Macht der dunklen Seite kennen. Die Macht, Padme vor dem Tod zu bewahren. Ich werde euch dem Rat der Jedi übergeben. Meister Windu, ich habe etwas Furchtbares erfahren. Kanzler Palpatine ist ein Sith Lord. Ein Sith Lord? Ihr braucht meine Hilfe, wenn ihr ihn verhaften wollt. Ich spüre ein hohes Maß an Verwirrung in dir, junger Skywalker. Warte in den Gemächern des Rates, bis wir zurückkehren. Ja, Meister. Meister Windu,
Ihr steht unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Aha. Noch nicht. Anakin! Jedi übernehmen die Macht! Ich werde das beenden. Ein für alle Mal. Nein. Nein. Nein! Ich habe die Macht, um deine Liebe zu retten. Ich brauche ihn! Was habe ich getan? Lerne die dunkle Seite der Macht zu nutzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Von nun an wirst du bekannt sein als Darth Vader. Eine große Veränderung der Macht, ich gespürt habe. Tarful, weiter nach Kashyyyk, wir müssen. Die Zeit ist gekommen. Führt die Order 67 aus. Ja, mein Lord. Nicht 67, Order 66. Führ die Order 66 aus. Hey! Gefahr wir sind. Wohl, Tarful. Leb wohl, Chewbacca. Vermissen ich euch werde. Wie viele der Jedi haben sonst noch überlebt? Gehört von niemandem, wir haben. Hallo? Eine Antwort erwünscht sie wäre. Wenn diese Nachricht ankommt, zurückrufen du wirst. Leer der Jedi-Tempel ist, besorgt ich nun bin. Vernichten die Sith. Wir müssen. Das hast du gut gemacht, mein neuer Schüler. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan. Dann finden du wirst. Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt. Kommt, dem Imperator einen Besuch wir abstatten müssen. Meister Yoda. Ich habe vernommen, einen neuen Schüler ihr habt, Imperator. Oder sollte ich euch lieber Darth Sidious nennen? Jetzt werdet ihr erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt. Ins Exil gehen, ich werde müssen.
Wenn jemand weiß, wo Anakin ist, dann Padme. Wir müssen schnell sein. Padme, wisst ihr, wo Anakin ist? Nein. Palpatine ist der Sith Lord, nach dem wir gesucht haben. Anakin ist ein neuer Schüler geworden. Ich glaube euch nicht. Ich muss ihn finden. Es steckt immer noch Gutes in ihm. Ich weiß es. Anakin sagte mir, er wolle nach Mustafar. Wir müssen ihn vor Obi-Wan finden. Du meine Güte. Ich habe mich der Separatisten angenommen, mein Meister. So ist es nun vollbracht. Warum bist du hergekommen? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Obi-Wan sagt, du hast dich der dunklen Seite zugewandt? Ich habe der Republik Frieden gebracht. Gemeinsam können wir, du und ich, über die Galaxis herrschen. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Dieser Jedi hat sich gegen mich gewandt. Wende du dich nicht auch gegen mich. Wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind. Es ist vorbei, Anakin. Ich stehe deutlich über dir. Du warst der Auserwählte. Ich hasse euch. Dort ist er. Und er ist noch am Leben. Wir müssen die Babys retten. Babys? Sie bekommt Zwillinge. Getrennt, sie sollten werden. Meine Frau und ich werden das Mädchen nehmen. Und was wird aus dem Jungen? Nach Tatooine. Zu seiner Familie, du Itchix. Wo ist Padme? Ich fürchte, sie ist nicht mehr bei uns. Du kanntest die Stärke deines eigenen Zorns nicht. Den Hauptreaktor getroffen. Diesmal gibt es kein Entrinnen für die Prinzessin. Sichert die Luftschleuse ab und bereitet die Rettungskapseln vor. Hoheit, diese Übertragung. Was haben wir empfangen? Hoffnung. Wir sind über Tatooine. Das ist bei einem alten Freund sicherer. Botschafter, wollen wir die Verhandlungen beginnen? Das steckt fest.
bist du? Die Pläne vom Todesstern sind nicht im Computer. Was haben wir mit diesen Plänen gemacht? Geheimauftrag? Was für Pläne? Wovon redest du? Komisch. Von hier außen betrachtet sieht der Schaden nicht schlimm aus. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich bin Mitglied des Imperialen Senats und fliege als Diplomatin nach Alderaan. Ihr gehört zur Allianz der Rebellen. Ihr seid eine Verräterin. Schafft sie weg! Ha. Die Pläne müssen in der Rettungskapsel sein. Schick ein Bergungskommando los. Ja, Sir. Wie trostlos hier. Warum sollte es gerade dort Siedlungen geben? Was für ein Auftrag! Was soll das? Du liebe Güte! Bring beide zur Werkstatt. Ich möchte sie bis zum Abendessen geputzt haben. Oh. Na gut, dann kommt. Hey, was für ein Schrott wollt ihr uns andrehen? Mein kleiner Freund, da klemmt ihr aber schön was dazwischen. Wart ihr auf einem Sternkreuzer? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Was ist das? Er sagt, dass er einem Obi-Wan Kenobi gehört und dass die Nachricht für ihn ist. Hey, wo willst du denn hin, Kleiner? Habt ihr die Klonkriege mitgemacht? Ja, ich war einmal ein Jedi-Ritter, genau wie dein Vater. Da fällt mir ein. Wie ist mein Vater gestorben? Was ist das? Das Lichtschwert deines Vaters. Jetzt wollen wir doch mal nachsehen, was du für einer bist, mein kleiner Freund. General Kenobi, ich habe Informationen, von denen das Gelingen der Rebellion abhängt, in das Speichersystem dieser R2-Einheit gegeben. Mein Vater wird sie auswerten können. Es liegt bei euch, ob dieser Droide unversehrt zu ihm nach Alderaan gelangt. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Du musst dich mit der Macht vertraut machen. Ich muss nach Hause. Ich krieg auch so schon Ärger. Liebe Güte. Onkel Owen! Tante Beru! Jetzt hält mich nichts mehr hier. Ich will mich mit der Macht vertraut machen und ein Jedi wie mein Vater werden. Solo. Ich bin Captain des rasenden Falken. Chewie hat mir berichtet, ihr wollt zum Alderaan-System. Ja, das stimmt, wenn ihr ein schnelles Schiff habt. Schnell genug für euch, alter Mann. Welche Fracht? Nur Passagiere. Ich selbst, der Junge, zwei Droiden. Und keine weiteren Fragen. Abgemacht. Ihr habt euer Schiff. Wir fliegen, sobald ihr bereit seid. Startrampe 94. 94. Hilfe, die Mühle ist ja nur Schrott. Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Ein kleiner Snack? Du weißt doch, wir müssen los. Halten Sie auf! Chewie, mach uns raus hier! Das waren die Droiden, die wir gesucht haben.
Sprung durch die Lichtmauer. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Ein Traktorstrahl hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Niemand an Bord, Sir. Schick einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz. Wie ich lange nicht mehr. Nein. Etwas nicht. Ja, ja, nein. Ja, ja, es. Nein. Ja. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. So klein und schon bei den Sturmtruppen? Ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um euch zu retten. Kommt! Dann kommen wir nicht raus. Eine fabelhafte Rettung. Los, in den Müllschacht, Fliegerass! Los, rein damit, ihr du hart! Dann fliegst du halt! Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt! Es könnte schlimmer sein. Es ist schlimmer. 3PO! Meine dich, 3PO! 3PO! Wo steckt der nur? Sind sie? Das Sprechgerät? Oh Schreck, ich hatte es abgeschaltet. Verwünscht sei meine Blechhülle, mein armer Herr. Hey, uns geht's gut. Hey, hey, was ist die Druckluke auf meiner Nummer? 3, 26, 3, 8, 2, 7. Oh, in Sternen seid ihr. Also, warte auf mich. Die neue VT-16 ist eine Wucht. Ja. Verzeiht die Störung, aber er... Was war das? Ach, nichts weiter. Sicher wieder so eine Übung. Kommt, Freunde. Wir müssen schnell sein. Und leise. Also ehrlich, ich... Eine Präsenz, die ich zuletzt spürte, als... Nein, das war's nicht. Ja, ja, das ist... Nein, ich weiß nicht. Aha! Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Da sind wir. Ihr fliegt mit dem Ding? Ihr seid mutiger, als ich dachte. Reizend. Kommt. So. Da sind sie. Schnell sie ab. Geh zurück zum Schiff! Ben? Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Thank you.
Lauf, Luke, lauf! Nicht übel, meine Rettungsaktion, hä? Huh? Wenigstens ist die Information in R2 noch intakt. Wir haben es noch nicht überstanden. Die Kampfstation besitzt einen starken Schutzschild und mehr Feuerkraft als die halbe Sternenflotte. Eine Analyse der von Prinzessin Leia überbrachten Pläne hat eine schwache Stelle aufgezeigt. Ein kleiner Ein-Mann-Jäger müsste den äußeren Verteidigungsgürtel durchbrechen können. Bemannt eure Schiffe und möge die Macht mit euch sein. Flügel in Angriffsposition. Rot 5, ich gehe runter. Ich bin bei dir, Boss. Das ist fast wie zu Hause in der Bettlerschlucht. Jäger, auf 0,3. Luke, lass dich von deinen Gefühlen leiten. Was? Toller Schuss, Junge! 1-Million-Treffer! Vergiss nicht, die Macht wird mit dir sein. Immer. Keine Spur von Leben da draußen, General. Die Sensoren sind platziert. Sie warnen uns, falls was ist. Ich weiß, dass es kalt ist, R2. Aber Prinzessin Leia ist sehr besorgt über den Verbleib von Master Luke. Genau. Wir müssen Captain Solo finden und ihm sagen, dass Master Luke noch nicht zurück ist. Entschuldigen Sie bitte, Prinzessin Leia sorgt sich um Master Luke. Er ist noch nicht zurückgekommen. Vielleicht vergaß er, sich zurückzumelden. Unwahrscheinlich. Sind die Speeder startbereit? Noch nicht. Wir haben Probleme, sie bei dieser Kälte startklar zu kriegen. Dann müssen wir auf Tontons raus. Du wirst dich zum Dagobah-System begeben. Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein, der Jedi-Meister, der auch mich ausbildete. Ben! Ben! Luke! Ben! Ben!
Dr. Lux, Sir. Es tut so gut, Sie wieder voll funktionsfähig zu sehen. Danke, 3PO. Oh, Hochallerwürdigste, Sie scheinen es geschafft zu haben, mich doch noch ein bisschen länger hier zu behalten. Ich weiß wirklich nicht, wo Sie Ihre Illusionen hernehmen, Lasergehirn. Lach du nur, du Pelzvieh. Prinzessin, wir haben einen Besucher. Du denkst immer nur mit deinem Magen. Ein imperialer Suchtroid. Muss eine Art Detonationsautomatik besessen haben. General, in Sektor 4 nähert sich aus dem Hyperraum eine Flotte von Sternenzerstörern. Alles für einen Bodenangriff vorbereiten. Alle Kampfläufer gesichtet. Echo-Station, reicht her. Sofort starten. Wir erreichen euch nicht mehr. Ich bringe die Prinzessin mit dem Falken raus. Kommen Sie! Aber wo wollen Sie denn hin? Kommen Sie zurück! Wenn Sie gestatten, Sir, ich... Hau rein! Doch nicht so. Gib Gas! Keine Sorge, R2. Wir sind gleich weg hier. Geht schon los. Vorbereiten auf Lichtgeschwindigkeit. Die kommen immer näher. Ach ja? Aufgepasst. Ich hatte bereits bemerkt, dass der Hyperantrieb beschädigt wurde. Wir können nicht auf Lichtgeschwindigkeit... Na toll, aber wir können sie ausmanövrieren. Asteroiden. Chewie, Kurs 271. Nein, du Pelzvieh, 271. Mitten durch ein Asteroidenfeld fliegen? Sie wären verrückt, wenn sie uns folgen würden. Sir, die Chancen, unbeschadet ein Asteroidenfeld zu durchfliegen, sind... Sag mir nie, wie die Chancen stehen. Fliegen wir eigentlich... Ich fliege dichter an einen der großen Brocken. Dichter? Dichter? Da, das sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich hoffe es auch. Alles in Ordnung, R2. Ich nehme nur einen anderen Kurs. Ich nehme Kurs aufs Dagobah-System. In this mobile game,
Bitte etwas vorsichtiger. Jetzt muss ich nur noch diesen Yoda finden, der überhaupt existiert. Steck weg deine Waffe. Kein Leid will ich dir zufügen. Ich suche einen Jedi-Meister. Oh, Yoda. Du suchst Yoda. Was tue ich eigentlich hier? Das ist doch alles nur Zeitverschwendung. Unterweisen kann ich ihn nicht. Keine Geduld hat der junge Mensch. Er wird es lernen, Geduld zu üben. Oh. Yoda. Bereit ist er nicht. Doch, ich bin bereit. Ich... Ben, ich kann ein Jedi werden. Ben, sag ihm, dass ich bereit bin. Bereit bist du? Von bereit sein, was weißt du davon? Also weg hier. Klar für Lichtgeschwindigkeit? Oh. Das ist nicht fair. Wir müssen uns irgendwo einen sicheren Zufluchtsort suchen. Bespin. Ziemlich weit, aber wir könnten es schaffen. Du alter Pirat. Schön, dich mal wiederzusehen. Wie geht's dir so, Chewbacca? Hallo, wen haben wir denn da? Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Sie gehören wahrhaftig zu uns hier in den Wolken. Nun, er wirkt ganz freundlich. Ja, sehr freundlich. Alle sind eingeladen. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Eine simple Anlage. Aber sie dürfte ausreichen, um Luke Skywalker für seine Reise zum Imperator einzufrieren. Wir werden sie testen. An Captain Solo. So habe ich mir diesen Deal echt nicht vorgestellt. Ich liebe dich. Er lebt. Er befindet sich im tiefsten Winterschlaf. Gut. Bringen Sie Captain Solo zu Jabba dem Hutten. Bereitet nun die Anlage für Skywalker vor. Calrissian, bringen Sie die Prinzessin und den Wookiee zu meinem Schiff. Was haben Sie eigentlich vor? Das ist nicht meine Schuld! Durch die Macht Dinge wirst du sehen. Fremde Orte. Leia! Ich sah eine Stadt in den Wolken. Freunde hast du dort. Ich muss zu ihnen. Dich und deine Fähigkeiten will der Imperator. Das ist der Grund, warum deine Freunde leiden müssen. Aber ich kann ihnen helfen. Ich fühle die Macht. Werden wir es niemals da rauskriegen. Ah!
du das? Ich werde zurückkehren. Das verspreche ich. Dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung. Nein, es gibt noch eine andere. Die Macht ist mit dir, junger Skywalker. Aber noch bist du kein Jedi. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Nein. Ich bin dein Vater. Nein! Das ist nicht wahr! Niemals! Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Wir müssen sofort zurück. Bereit für Lichtgeschwindigkeit. Sie sagten, Sie hätten es hingekriegt. Luke, wir sind bereit für den Start. Viel Glück, Lando. Sobald wir Jabba den Hutten und diesen Kopfgeldjäger gefunden haben, benachrichtigen wir euch. Wir sehen uns an unserem Sammelpunkt auf Tatooine wieder. Wir werden Han finden, das verspreche ich. Ihr möchtet eure Suche nach dem jungen Skywalker fortsetzen. Ja, mein Meister. Nur mit vereinten Kräften können wir ihn zur dunklen Seite der Macht bekehren. Natürlich mache ich mir Sorgen. Und du solltest dir auch welche machen. Lando Calrissian und der arme Chewbacca sind doch nie wieder rausgekommen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Es scheint niemand hier zu sein. Gehen wir lieber und sagen Master Luke Bescheid. Ach du, meine Güte. Nicht sehen. Du wirst bald wieder sehen können. Wer bist du? Jemand, der dich liebt. Leia. Ich kenne dieses Lachen. Hör zu, Jabba. Ich wollte dir gerade dein Geld bringen, wurde aber leider aufgehalten. Cargo Unisolo.
Jabba Mabba Jabba Tu. Du wirst mich jetzt zu Jabba bringen. Shintaku U Jabba Now. Master, ich habe noch Pace Luke Skywalker. Jedi Knight. Du wirst mir jetzt Captain Solo und den Wookiee bringen lassen. Jabba hat beschlossen, dass ihr in die Grube von Kakun geworfen werdet, in den Schlumpf des mächtigen Salak. Das ist der letzte Fehler deines Lebens. Wo bist du gewesen? Du sollst auf dieser Barke sein. Du bedienst in der VIP-Lounge. Ist das alles Teil des Plans? Oh. Seine Exzellenz hofft, dass er ehrenhaft werden wird. Fett, wow! Nichts wie weg hier. Wir sehen uns bei der Flotte. Noch übrig ist, Vader. Stellen musst du dich, Vader. Ist Darth Vader mein Vater? Dein Vater, er ist. Da ist noch ein Skywalker. Yoda wird immer um dich sein. Obi-Wan. Luke, Yoda meinte... Leia. Leia ist meine... Schwester! Deine Intuition spricht für dich. Hm.
Dann komm, R2. Wir müssen zurück zur Flotte. Wo des Sterns noch nicht einsatzbereit sind, wird er von einem Energieschild geschützt, welcher vom nahegelegenen Waldmond Endor aus aktiviert wird. General Carissian hat freiwillig das Kommando für diesen Einsatz übernommen. Viel Glück. Wir können den Todesstern jedoch erst angreifen, wenn der Schild deaktiviert ist. Mein Team ist bereit. Ich mach auch mit. Chewie und ich kümmern uns darum. Ihr wartet hier. Leer. Wir sind getrennt worden. Hey, halt das jemand anderem vor die Nase. Mein Kopf. Du meine Güte. Verstehst du was von dem, was sie da reden? Aber ja, Master Luke. Sie haben uns in ihren Stamm aufgenommen. Leia. Luke, was ist los? Vader ist hier. Er ist mein Vater. Dein Vater? Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie. Ich habe sie. Und meine Schwester hat sie auch. Irgendwie habe ich es immer gewusst. Dann weißt du auch, weshalb ich mich ihm stellen muss. Er wird uns den schnellsten Weg zum Schutzschildgenerator zeigen. Ganz was. Gute Idee. Da stehen nur ein paar Wachen. Mit denen werden wir schon fertig. Rühr dich hier nicht weg. Wir kriegen das schon hin. Oh je, sie werden gefangen genommen. Ihr dreckigen Rebellen. Ich hab's! Ich liebe dich. Ja, ich weiß. Stehen bleiben! Keine Bewegung! Chewie, komm hier runter! Nein, warte! Ich hab ne Idee. Das ist der Rebell, der sich uns ergeben hat. Gute Arbeit, Commander. Nur hat dich bereits erwartet. Dir müsste klar sein, dass dein Vater niemals der dunklen Seite der Macht entsagen wird. So wie es dir einst ergeht. Ihr irrt euch.
Ich war es, der zugelassen hat, dass die Allianz den Standort des Schutzschildgenerators erfährt. Er ist absolut sicher vor eurer erbärmlichen kleinen Bande. Alle Einheiten Gefechtsformation einnehmen. Sind alle Falle. Jetzt überzeuge dich von der absoluten Überlegenheit dieser voll einsatzbereiten und bewaffneten Kampfstation. Feuer freigegeben, Kommandeur. Das Ding ist funktionsfähig. Gut. Ich fühle deinen Zorn. Strecke mich nieder mit all deinem Hass und dein langer Weg zur dunklen Seite der Macht ist damit zu Ende. Niemals! Und jetzt erfülle dein Schicksal. Und nimm deines Vaters Platz an meiner Seite ein. Ich werde nie zur dunklen Seite gehören. Ich bin ein Jedi. Genau wie mein Vater vor mir. Ganz wie du willst, Jedi. Diese Maske abzusetzen. Sag deiner Schwester, dass du recht hattest. Ich werde dich retten. Das hast du schon getan. Luke. Reflektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Wir sind unterwegs. Sicher nicht auf dem Ding, als es hochging. Er war es nicht. Ich fühle es. Naja, ist schon klar. Ich lasse euch mal besser. Es ist nicht so, wie du denkst. Er ist mein Bruder. Dann können die Dinge ins Lot gebracht werden. Der General sucht schon ewig danach. Wir kriegen Gesellschaft. Den Helm abzusetzen. Entschuldigt, Captain.
Piu, 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 piu. Nimm du das. Bei dir ist es sicherer als bei mir. Die Karte zu Skywalker. Der Widerstand lässt sich ganz bestimmt nicht von euch einschüchtern. Sie ist in einer BB-Einheit. Wenn er auf der Kuh ist, haben wir ihn bald. Erledigen Sie das. Woher kommst du? Tito, er will sicher deine Bauteile. Du kannst bei mir übernachten, aber danach verschwindest du. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen. Tust, was ich sage, bringe ich dich hier raus. Was? Ich will dich retten. Ich helfe dir zu entkommen. Wieso hilfst du mir? Weil es das einzig Richtige ist. Du brauchst einen Piloten. Ich brauche einen Piloten. Das ist nicht gut. Komm. Gib die Hoffnung nicht auf. Er wird schon noch kommen. Wer es auch ist, auf den du wartest. Diese fünf Teile entsprechen dem Wert einer halben Ration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Droiden? Der ist nicht zu verkaufen. Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Komm mit, Baby 8. Wasser! Wasser! Oh, verschwinden wir von hier. Au! Hey, was? Die Jacke. Der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Ich weiß, sie gehört Poe Dameron. Er wurde gefangen genommen von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff stürzte ab. Dann bist du also im Widerstand? Wie es aussieht, ja. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich trägt er sowas wie eine Karte in sich, die zu Luke Skywalker führt. Und alle wollen die haben. Luke Skywalker. Komm schon! Nein! Das gehört mir! Schon mal geflogen? Nein. BB-8, festhalten. Sind die Schilde aktiviert? Ich gehe jetzt runter. Du bist in Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Hilf mir damit! Schnell!
Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht dein Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Es ist die erste Ordnung. Was machen wir? Uns muss was einfallen. Wo hast du dieses Schiff her? Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Oh, ganz toll. Die guavianischen Sicherheitskräfte. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Han Solo, wir wollen unser Geld zurück, sofort. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Diese BB-Einheit, die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer und nach zwei Flüchtigen. Wenn wir die Panzertüren in diesem Korridor verriegeln, dann sitzen beide Banden in der Falle. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Acht auf den Schub, wir verschwinden hier mit Lichtgeschwindigkeit. Festhalten, nein! Informiert die erste Ordnung, dass Han Solo den Droiden hat, den sie wollen, und dass er sich an Bord des Millennium-Falken befindet. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi heben. Dank eurer Ausbildung kann man mich nicht verführen. Die Waffe. Sie ist bereit. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik. Beaufsichtigt die Vorbereitungen. Ihr beide seid auf der Flucht. Dieser Droide muss schnellstens zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte, die zu Luke Skywalker führt. Ihr wollt meine Hilfe? Ihr kriegt sie. Eine alte Freundin von mir kann den Droiden nach Hause bringen. Han Solo! Oh Mann. Hallo Mars! Ich vermute, du brauchst irgendwas. Würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Bitte, wir brauchen ihre Hilfe. Komm schon, BB-8. Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Das war die Republik. Was? Wo hast du es her? Nimm es. Finde deine Freundin. Diese Bestien. Sie sind hier. Das hier nicht mal Wahnsinnspilot. Hey.
Mädchen, von dem ich so viel gehört. Die Karte, du hast ihn. Rückzug. Vergesst ihn. Wir haben, was wir wollten. Habt ihr das gesehen? Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ja. Frisur. Dieselbe Jacke. Nein, die ist... Ich hab ihn gesehen, Lea. Ich hab unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wir fliegen zurück zur Basis auf der Kar. Dort können wir weiterreden. General, ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde den und ihn... Selbstflug bestätigen für ins Bericht. Es war der Tod... Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnian-System zerstört hat. Oh, Moment. Falsche Auflösung. Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Sie besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann ihre Schilde abschalten. Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Suchen wir Ray. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Ich weiß, du hast die Karte gesehen. Und jetzt gibst du sie mir. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Karte! Niemals. Warte hier. Diese Schrottsammlerin hat dir widerstanden? Die Macht ist stark bei ihr. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme sie zu mir. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Je länger wir hier sind, desto schwieriger wird es für uns. Die Schilde. Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Was machen wir mit ihr? Gibt's hier irgendwo einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Die gibt's tatsächlich. Finn, was machst du denn hier? Erst flüchten, danach umarmen. Die Schilde sind offen. Wir sind fast da. Beschießt das Ziel. Konzentriertes Feuer. Nehmt so viele Angriffe an. Ach, ein Volltreffer. Aber es hat nichts gebracht. Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Wir sollten sie benutzen. Wenn ihr da rein wollt, muss ich den Stromkasten finden. Ah, die Kleine weiß, was sie tut. Ben! Han Solo. Mein Sohn. Willst du mir helfen? Ja. Danke. Feuert auf das Ziel. Gebt alles, was ihr habt. Wir kommen noch nicht in den Generator rein. Wir müssen...
Schwarz 1, in dem Generator ist ein riesengroßes Loch. Wir haben es geschafft. Die Generatortüren sind offen. An alle Staffeln. Ich gehe rein. Der Macht vertraut machen. Ich frage mich, was in ihn gefahren ist. RD2 hat womöglich dringend benötigte gute Neuigkeiten. Sag sie mir. Ja, alles klar, Kumpel. Warte. Die Karte ist nun vollständig. Luke, ich fliege mit Chewie und dem Falken. Ich werde Luke finden. Fröhliche Piepser für mich, Kumpel. Wir haben schon Verrückteres abgezogen. Fröhliche Piepser. Wird schon schief gehen. Dringende Mitteilung, Sir. Von einem Poe Dameron der Flotte der Republik. Die Ähnlichkeit ist sehr groß. Wie geht's eurer Mutter, Sir? Vernichtet sie! Drück auf die Tube! Er fliegt auf das Schlachtschiff zu. Alles klar, schalte jetzt die Geschütze aus. Ferdinand, Zielanflug beginnen. Verstanden. Hey, bitte kommen! Ihr seid der letzte Bomber. Es hängt alles von euch an! Oberster Anführer.
Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Der mächtige Kylo Ren, nimm dieses lächerliche Ding ab. Du bist nur ein Kind mit einer Maske. Mach meinen Schiffstart klar. Gut gemacht, Kumpel. Finn nackt, undichter Beutel. Was? Finn! Finn, alter Freund! Wie schön, dich zu sehen! Was? Wir sollten dir mal was anziehen. Komm mit. Also, ich bin angezogen. Wo? Das ist Snokes Schiff. Wir haben uns im Hyperraum aufgespürt. Das ist unmöglich. Geschlossene Formation. Also, wer hat das Kommando? Das wäre Vizeadmiral Holdo. Danke, Commander. Wie lautet unser Plan? Bleibt auf eurem Posten und befolgt meine Befehle. Was soll denn das werden? Ich mach nur ein paar Kontrollen. Kontrollierst die Rettungskapseln. Nein! Diese Flotte ist verloren. Ich muss meine Freundin Ray warnen. Falls sie zurückkommt, ist sie es ebenfalls. Ich sperre dich ein wegen Desertation. Also die erste Ordnung ortet uns von einem Zerstörer aus, dem Führungsschiff. Super, dann pusten wir das weg. Gute Herangehensweise, aber nein. An Bord schleichen. Ordnungsgerät deaktivieren, unsere Flotte entkommt, bevor die es mitkriegen. Wie kriegen wir euch beide unbemerkt auf Snokes Zerstörer? Findet den Meistercode-Knacker. Ihr erkennt ihn an einer roten Plomblüte an seinem Revier. Im Casino. Auf Tentobike. Die Flotte hat nur noch für 18 Stunden Treibstoff. Wir müssen uns beeilen. Ich bleib hier und gehe dann auf Lichtgeschwindigkeit. Eine rote Plomblüte. Der Meistercode-Knacker. Ja, das sind die Falschparker. Na schön, ihr zwei seid verhaftet wegen Parkverstoß 27B-6. Ohne einen Kopfschnacker, der uns auf Snokes Sternenzerstörer bringt, was machen wir bloß? Keine Ahnung. Hast du was für einen Ausbruch dabei? Ich krieg das hin. Was? Die Codes der Ersten Ordnung und ich, wir kennen uns schon ewig. Hat er gerade... Diese Wachen werden jeden Moment hier sein. Und jetzt? Wir sind vom Widerstand. Sie müssen hier durchgekommen sein. Wollt ihr mit? Meister Skywalker. Ja.
Ich kenne diesen Ort. Die Originale der Jedi-Schriften. Wieso bist du hier? Irgendetwas in mir ist immer da gewesen. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Nein. Ach. Drei Lektionen. Ich werde dich mit der Macht der Jedi vertraut machen. Und warum ihre Ära enden muss. Setz dich. Fühlen. Atme. Was siehst du? Die Insel. Da ist noch etwas anderes unterhalb der Insel. Ein dunkler Ort. Ruf nach mir! Widersetze dich, Rey. Du bist direkt in die Dunkelheit gegangen. Diese Höhle. Ich muss sehen, was da drin ist. Du wirst Luke Skywalker zu mir bringen. Kannst du meine Umgebung sehen? Du wirst für deine Taten bezahlen. Ich kann deine nicht sehen. Zu spät. Du hast verloren. Ich habe Skywalker gefunden. Hat er gesagt, was passiert ist? In der Nacht, als ich seinen Tempel zerstörte. Er spürte meine Stärke. So wie er deine spürt. Er fürchtet es. Du bist nicht allein. Genauso wenig wie du. Sagt mir die Wahrheit. Ich wollte ihn ausbilden, meine Stärken an ihn weitergeben. Snoke hatte sein Herz bereits bekehrt. Und er wandte sich gegen mich. Nein! Wenn ich zu ihm gehe, wird Ben Solo sich bekehren lassen. Rey, tu das nicht. Dann ist er unsere letzte Hoffnung. Ich vernichte das alles hier. Ben Solo verloren, du hast. Rey verlieren dürfen wir nicht. Du musst das nicht tun. Junge Rey. Komm näher, Kind. Ihr unterschätzt Skywalker. Und Ben Solo. Aha. Und mich. Du besitzt das Temperament eines wahren Jedi. Mein würdiger Schüler, Sohn der Dunkelheit, rechtmäßiger Erbe des Lord Vader, erfülle dein Schicksal. Ich weiß, was ich zu tun habe. Die Flotte! Wir können die Flotte immer noch retten! Rey!
Verbünde dich mit mir. Wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung bringen. Tu das nicht, Ben. Komm mit mir. Wir haben einen Codeknacker gefunden. Du kriegst das doch hin, oder? Wir tarnen uns im Anflug, dann sind wir nicht auf ihren Schirmen. Ah. Huh? Nun, wir sind gut verkleidet. Wo geht's jetzt lang? Hier lang? Diese Transportschiffe besitzen keine Waffen, keine Schilde. Wir haben keine Chance. Ho. Sie müssen Ihren Transporter erwischen. Jemand muss hier bleiben, um den Kreuzer zu fliegen. Möge die Macht mit euch sein. Immer. Wie schön, dass du wieder da bist. Du warst schon immer Abschaum. Rebellenabschaum. Da hinten ist ein Transporter. Wir müssen los. Ist passiert. Das Mädchen. Sie ist in Snokes Rettungsschiff entkommen. Bringen wir es zu Ende. Lang lebe der oberste Anführer. Was ist das? Der Mineralplanet Krait. Ein Rebellenstützpunkt? Aufgegeben. Aber schwer gepanzert. Sie kommen. Schließ das Tor. Benutzt die übrige Energie, um ein Notsignal in den Outer Rim zu senden. Hier. Wir müssen uns um das Geschütz kümmern. Erwischt. Luke. Es tut mir leid. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass du hier bist.
jetzt am Ende. Skywalker tut das, damit wir überleben können. Folgt mir. Mhm. Bist du zurückgekehrt, weil du mir vergeben willst? Weil du mich retten willst? Rebellion wurde heute wiedergeboren. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Und ich werde nicht der letzte Jedi sein. Wie machst du das? Wir sind so nah dran. Wenn du mich tötest, erfüllt von Hass, werde ich immer bei dir sein. Genau wie dein Vater. Nicht jetzt! Geh weg, los! Komm später wieder. Danke. Nein. Wir sehen uns, Kleiner. Luke ist fort. Ich habe es gefühlt. Ich habe es auch gefühlt. Wie wollen wir darauf eine Rebellion aufbauen? Wir haben alles, was wir brauchen. Mein Junge, ich bin jede Stimme gewesen, die du je gehört hast, in deinem Kopf. Die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche für unnatürlich halten. Was könntet ihr mir geben? Alles. Ein neues Imperium. Ein neues Imperium. Finde das Mädchen. Vernichte die Jedi und werde zu dem, was dein Großvater Vader nicht erreicht hat. T-5. Julio, wie schön, dich zu sehen. Du hast was für uns? Einen neuen Verbündeten. Einen Spion bei der Ersten Ordnung. Übertrage die Nachricht. Bringe sie zu Leia. Wir werden gleich gegrillt. Oh, wir haben's.
Und jetzt zurück zur Bar. Okay, gehen wir auf Lichtgeschwindigkeit. Was machst du denn da? Lichtgeschwindigkeit stottern. Woher kannst du denn sowas? Hyperantrieb, nochmal! Seid mit mir. Seid mit mir. Seid mit mir. Die sind nicht mit mir. Oh. Oh. Ray, hab Geduld. Ich mach jetzt den Trainingsparcours. Ein Verräter bei der Ersten Ordnung hat uns eine Botschaft geschickt. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Hat seine Rache geplant. Die größte Flotte, die Galaxis je gesehen hat. Versteckt in den unbekannten Regionen. Auf einer Welt namens Exegol. Luke hat danach gesucht. Um dorthin zu gelangen, braucht man einen von diesen. Ein Sith-Wegfinder. Ich fange dort an, wo er die Spur verlor. In der verbotenen Wüste von Passana. Wir gehen gemeinsam. Was ist das denn? Das Aki-Aki-Fest der Ahnen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich habe noch nie so wenig Wegfinder gesehen. Nambigima. Ihr Name ist Nambigima. Das ist ein schöner Name. Ich bin Ray. Du kannst dich nicht verstecken, Ray. Was? Gefällt dir die Maske nicht? Ich werde dich finden und dann bekehre ich dich zur dunklen Seite. Wir werden sehen. Meine Ritter und ich gehen auf die Jagd nach der Schrottsammlerin. Wir müssen weg. Zurück zum Falken. Sofort. Leia hat mir eine Nachricht geschickt. General Calrissian, wir suchen nach Exegol. Luke und ich verfolgten einen alten Jedi-Jäger, Ochi von Bestun. Er hatte einen Hinweis bei sich, der zu einem der Wegfinder führen könnte. Es wurden nur zwei davon gefertigt. Wir folgten seinem Schiff durch die halbe Galaxis. Es war verlassen, hinter der Schlingerschlucht. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Haben die Verdächtigen Gesicht? Los! Da! Die Speeder! Ochis Schiff. Das habe ich schon mal gesehen. Haltet euch an irgendwas fest! Wird das denn nie ein Ende haben? Oh, BBA! Nein! Oh.
sind die anderen? Suchen wir sie. Furchtbare Dinge wurden damit begangen. Da steht was drauf. Oh, ich weiß ganz genau, wo dieser Wegfinder ist. Leider bin ich maschinell nicht in der Lage, Übersetzungen aus dem Sith auszusprechen. Schlange! Schlange! Macht Energie von mir zu ihm. Wir müssen einen Zahn zulegen. Jemanden finden, der diesen Dolch übersetzen kann. Zum Beispiel einen hilfreichen Druiden. Ray? Chewie? Huh? Hallo? Hallo. Schon gut. Du bist jetzt bei uns. Nein, danke. Chewie hatte den Dolch. Das war der einzige Hinweis zu diesem Wegfinder und er ist weg. In der Tat. Die Inschrift existiert nur noch in meinem Speicher. In deinem Speicher? Ja, Master Paul. Ich kenne da so einen zwielichtigen Druidenschmied. Ein Druidenschmied? Er ist auf Kijimi. Alles klar. Ich weiß, was wir tun sollten. Hab gehört, du wurdest am Mönchstor gesehen. Ich dachte, er kann nicht so dumm sein, zurückzukommen. Leute, das ist sorry, das sind Ray und Finn. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Kann dir zwar egal sein, aber ich mag dich. Ich bin C-3PO, Roboter Mensch. Wir sind auf der Suche nach Babu Frick. Kampfwaffe, bleib dicht hinter mir. Scheint, er hat etwas im gesperrten Datenspeicher eures Droiden gefunden. Babu, kriegst du ihn dazu, es zu übersetzen? Droidengedächtnis wird gelöscht. Weg, weg. Oh. Was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick, Sir, auf meine Freunde. Oh. Rens Zerstörer. Chewie. Er lebt. Er war wohl auf einem anderen Transporter. Der Droide ist fertig. Der Wegfinder des Imperators ist in der imperialen Kammer. Auf einem Mond im Endor-System. An der Südküste. Nur diese Klinge ist vergessen. Hey, hey! Wenn ich mich vorstellen dürfte, ich bin C-3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Wir müssen los. Oh. Landeprivilegien für jedes Schiff. Geh, hilf deinem Freund. Der Dolch ist auf dem Schiff. Wir brauchen ihn. Wir treffen uns im Hangar. Mhm. Ray, wo auch immer du bist, es ist schwer, dich zu finden. Es ist schwer, dich loszuwerden. Deine Eltern waren niemand. Sie haben sich dazu entschieden, um dich zu beschützen. Nein!
sei tapfer. Hier bist du in Sicherheit. Das verspreche ich dir. Komm zurück! Sie haben dich verkauft, um dich zu beschützen. Nein! Es war Palpatine, der deine Eltern entführen ließ. Er hat nach dir gesucht. Sie ist nicht auf Jakku, sie ist fort. Da bist du also. Zu Chewie geht's da lang. Klar sind wir hier, um dich zu holen, Chewie. Lass die Waffen fallen, sofort. Die Waffen weg. Hallo, Freunde. Beseitigt sie. Ich bin der Spion. Was? Ich will, dass Kylo Ren verliert. Wo sind die anderen? Sie sind nicht zurückgekommen. Dann finde sie. Los. Warum war der Imperator hinter mir her? Du besitzt nicht einfach nur Macht. Du besitzt seine Macht. Du bist seine Enkeltochter. Du bist eine Palpatine. Was Palpatine allerdings nicht weiß, ist, dass wir ein Zweiklang der Macht sind, Rey. Zwei, die eins sind. Du weißt, was du tun musst. Ich weiß es. Oh, ja! Spring! Ich fang dich auf! Sie zwangen mich, sie zu ihrem Schiff zu bringen. Ich verstehe. Wir haben unseren Spion. Nur diese Klinge ist verrät. Hm. Der Wegfinder ist dort. Harte Landung. Ich bin Janna. Wir müssen zu diesem Wrack. Nicht jetzt. Zu gefährlich. Lasst uns das Schiff reparieren. So lange können wir nicht warten. Keine Angst davor, wer du bist. Gib ihn mir. Den Weg nach Exegol findest du nur durch mich. Nein! Hey, Kleiner. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, es zu tun. Vater. Ich weiß. Was machen wir? Wir können nichts machen. Wir müssen zurück zur Basis.
Ruhe sanft, geliebte Prinzessin. Chewie. Leia hat dich zum General befördert. Was tun wir jetzt? Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin nicht bereit. Das waren wir auch nicht. Kommen Sie zu mir nach Exegol, General Pride. Entsende dein Schiff zu einer Welt, die Sie kennen. Lass sie brennen. Ja, mein Lord. Sie wird herkommen. Ihre Freunde werden folgen. Meister Skywalker. Die Waffe eines Jedi verdient mehr Respekt. Wenn du dich Palpatine nicht stellst, bedeutet das das Ende der Jedi. Ich habe da etwas von meiner Schwester für dich. Leia ist nicht schwer. Das Ende ihres Weges als Jedi. Aber das ist dein Kampf. Nimm beide Lichtschwerter mit nach Exegol. Ich hab den Wegfinder nicht. Ich hab Rens Schiff zerstört. Du hast alles, was du brauchst. Das ist Rey. Sie fliegt nach Exegol. Kajima. Wie? Durch Beschuss eines Sternenzerstörers aus den unbekannten Regionen. Planetenkillerwaffen. General, dieser Droide hat eine Menge an Informationen über Exegol. Solange diese Sternzerstörer auf Exegol sind, können wir sie angreifen. Sie haben doch garantiert eine Art Thermalgenerator. Gibt es eine Ventilationsöffnung? Wenn wir die genau treffen... Oder vielleicht eine Art Reaktor? Wie bitte? Sie nutzen ein Signal eines Navigationsturms. Wie den hier. Unsere Jäger finden den Turm, das Bodenteam pustet ihn weg. Wir sind nicht genug. Und da kommen Lando und Chewie ins Spiel. Sie fliegen mit dem Falken zu den Kernwelten. Wir haben Freunde da draußen. Ich bin C-3PO. Roboter-Mensch-Kontakter. Seht euch diese Flotte an. Willkommen auf Exegol. Lange habe ich darauf gewartet, dass mein Enkelkind nach Hause kommt. Ich bin nicht hier, um die Sith anzuführen. Ich bin hier, um sie zu vernichten. Mein Geist wird übergehen auf dich. Du wirst Imperatorin werden. Wir beide werden eins sein. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Und du bist diejenige, die sie hergeführt hat. Strecke mich nieder. Nimm den Thron. Bringe das Opfer. Tu es. Klang der Macht. Die Macht von Zweien regeneriert den einzig wahren Imperator. Da ist es. Das ist unsere Landezone. An alle Schiffe, beschützt die Landefähre! Wow.
das an. Seht euch das an. Das war's, du Ungetüm. Sorry, du hast es geschafft. R2, meine Systeme versagen. Kann mich jemand hören? Seid mit mir. Seid mit mir. Das sind deine letzten Schritte, Ray. Steh auf und gehe sie. Ich mag Sand nicht. Ich stimme zu. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ray, die Macht wird mit dir sein. Immer. Eine Schrottsammlerin ist der Macht, die ich in mir trage, nicht gewachsen. Gesichtet. Die Leute heben sich überall in der Galaxis. Geschafft. Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Und du bist... Speicherwiederherstellung abgeschlossen. Wer bist du? Ich bin Rey. Rey Skywalker.